humanoids from the deep. Awake to a terrifying riptide of humanoids from the deep. We think we know where these things come from, but we have no idea how many there are. The Earth plunges into a battle for the survival of the fittest, where man is the endangered species and woman the ultimate prize. Anywhere you run, anytime you stop, they will find you. Doug McClure, Anne Turkell, Vic Morrow. Humanoids from the Deep. Gigantic astral body hurtles towards the Earth to terrorize and seal the doom of an unprepared mankind. As if by design, this death-dealing meteor plunges into the depths of the sea, into the depths of the sea, into the depths of the sea. And in its place emerges an awesome monster such as human eyes have never seen. Wir waren uns einig, die Blackbox nicht anzusetzen. Sie werden sie nicht benutzen. Das ist ein psychisches Druckmittel. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich habe nicht realisiert, worauf wir uns da einlassen. Ich habe das Gefühl, wir verlieren die Kontrolle. Mutter, was soll denn passieren? Wir können doch jederzeit eingreifen. Ich kann das nicht mehr verantworten. Was soll denn das heißen? Ich treffe in 3 Stunden das Gremium. Ich muss dahin. Ich brauche eine klare Entscheidung von dir. Stehst du noch hinter dem Projekt, ja oder nein? Unter Wasser zu lösen. Er hat 4 Minuten Zeit dafür. So, also, das muss man nochmal erklären, weil das Verrückte ist, dass er diesen Zauberwürfel blind. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, weil wenn du nicht siehst, wie die Farben aufeinander gehören, dann macht das ja gar keinen Sinn. Es ist schon schwer genug, einen Zauberwürfel zu lösen. Unter Wasser. Ja. Mit 4 Minuten. Aber blind. Also es geht ihm entweder zuerst die Luft aus oder er kriegt das hin. Also das ist eine. Ja. Wir waren uns einig, die Blackbox nicht einzusetzen. Wir waren uns einig, die Blackbox nicht einzusetzen. Nicht die Blackbox nicht einzusetzen. Aber genau, nur in dem Moment, weil das ist ja wie Rocky, oder? Das ist, aber das sind doch gut gebaute Männer. Tag, die Herren. Ich bin Dr. Grimm, die wissenschaftliche Assistentin für dieses Experiment. Aber das sind doch gut gebaute Männer. Der dreht ihr wieder gerade. Okay. Nein, okay. Wir lassen weiter unseren Kandidaten ankommen. Stefan Bachmann. Stefan! Ist der? Stefan! Thomas, hallo! Hallo Stefan! Hallo Michel! Eigentlich gibt es bei uns die Regel, es kommt hier keiner in Badelatschen rein, aber bei dir machen die eine Ausnahme, denn wir haben dich ja ins Wasser geschoben. Sag mal, ist der verdreht genug oder so? Ich habe keine Ahnung. Da darf ich nicht sehen. Da muss ich nicht sehen. Ja, jetzt verdrehen ihn noch mal ein bisschen. Wieso darf ich? Da muss ich ihn sich doch merken. Ja, aber. Noch nicht. So habe ich ja schon ein bisschen gesehen. Das geht nicht. Guck mal, er ist präzise. Und bei Stefan ist das auch so. Er braucht ganz viel Konzentration. Er möchte das Gespräch nicht jetzt machen, sondern danach. Genau. Und also kurz vorher würde ich es für die Zuschauer auch gerade ein bisschen erklären.
Also ich habe das bereits versucht, aber offensichtlich war es nichts. Okay. Also so ein bisschen noch die Phasen. Also ich präge ihn mir ja erst ein. Das ist noch außerhalb vom Wasser. Da darf ich noch nicht drehen. Da darf ich nur gucken. Da lege ich mir so ein bisschen den Plan zurecht, wie ich dann lösen möchte. Und dann tauche ich unter Wasser. Dann darf ich anfangen zu drehen. Also dann halt mit dem Na, jetzt wissen wir es. Aber jetzt nochmal, sag mir, wann er den Würfel sehen darf. Ich begreife nicht, warum. Er steigt zuerst ins Wasser. Ein, ja? Und dann geben wir ihm das Wind. Okay, gut, also okay, drehen. Was hat er jetzt davon? Er muss sich jetzt ein bisschen vorbereiten, ausziehen. Ist denn die und Temperatur angenehm, Taucher. Hoffe ich zumindest? Oh ja. Oh. Der Würfel schmilzt auf jeden Fall nicht. Jetzt kommen Ohrenstöpsel hin. Ohrenstöpsel? Wegen dem Wasser oder damit er nichts mehr hört? Konzentration. Aha. Okay. So, und jetzt? Jetzt geht's ab ins Wasser. Und dann merkt er sich das. Und dann kommt eben der Wahnsinn für mich, diese Brille. Also, jetzt. Jetzt läuft die Zeit, also er kann nicht so lange merken, wie er will, aber das geht natürlich alles von der Zeit ab, die er hat. Und eben wieder.
Also, bevor hier irgendeiner auf irgendeinen Knopf drückt, noch bin ich der Herr im Haus. Diese Wette ist gewonnen. Pfeif auf die Zeit. Noch bin ich der Herr im Haus. Diese Wette ist gewonnen. Pfeif auf die Zeit. Interwoven like this, okay? If you mess with one, you mess up the whole paradigm of how we're supposed to live down there. Saturn is a big gyroscope, okay? It's a big electrical gyroscope, and as it spins, those rings, the seven different colors, each one of those has a different frequency, which affects the Earth in a different way. Now they're trying to recreate that down here with CERN and NASA. They're messing around where they shouldn't be messing. And because they're messing around with time and space, which creates vortexes, the planet's not doing well.